Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin. Wir stehen hier im Freizeitladen Geiselwind. Neben mir ist der Christoph von CAF bzw. halt auch SBF Visa. Und wir haben ja euch schon mal ein Baustellen-Backstage-Reportagen-Video gezeigt, wie eine neue SBF Visa-Anlage hier im Geiselwind entsteht. Und wo sind wir denn jetzt? Ja, wir stehen jetzt vor der Jeep-Safari-Fahrt, die wir den Geiselwind-Daktari-Fahrt heißen. Ist eine 300 Meter lange Schienenfahrt mit 6 individuell gestalteten Safari-Fahrzeugen. Und was alles hier passiert und was alles zur Technik dazu gehört, seht ihr jetzt. Ja, wir stehen hier schon aufgereiht vor unseren Safari-Fahrzeugen und es ist im Prinzip ähnlich wie schon beim Splash Battle Buccaneers Creek. Wir haben hier ein individuelles Layout gestaltet, 300 Meter lang. Da haben wir auch dem Park wieder Vorgaben gegeben. Die Kurven müssen auch einen Radius von, ich glaube hier sind es mindestens 4, nee Quatsch, die großen Kurven einen Radius von 9 Metern und die kleinen Kurven einen Radius von 4 Metern haben. Das sieht man hier auf dem Plan eingetragen, R4 und hier R9. Und es ist ähnlich wieder wie beim Buccaneers Creek Splash Battle, dass die Schiene an verschiedenen Punkten, quasi an Stromspeisepunkten angeschlossen werden muss, die dann in den Schaltschrank reingelegt werden. Wir hatten hier ja beim Aufbau mit Schnee und mit allem zu kämpfen. Trotzdem haben wir uns durchgearbeitet. Die Schiene steht komplett. Sind die Fahrzeuge eingesetzt. Das Einzige, was hier auch noch gemacht werden jetzt muss, ist letztendlich die Verkabelung. Okay. Die ist jetzt komplett gelegt und der Elektriker vom Park wird heute Vormittag dann noch unseren Schaltschrank positionieren und diese Verdrahtungen am Schaltschrank vornehmen. Dann kann die Bahn eigentlich auch fahren. Und es ist auch wieder, dass der Park Betonarbeiten selber erledigen muss und ihr liefert quasi die Schiene und die Fahrzeuge. Ganz genau, so ist es. Das ist ein klassischer Betonparcours. Wir sagen immer dazu, der Park muss den Boden so vorbereiten, dass die Groundloads, also was dieses Fahrzeug und die Besatzung maximal wiegt, aushalten kann. Und da bietet sich einfach eine Betonlösung an. Wie kommt denn der Strom oder wie bewegen sich die Fahrzeuge überhaupt vor Ort? Sagen wir das mal so. Es ist so, dass unter den Fahrzeugen drunter, wenn wir quasi drunter filmen, nach vorne, an der Schiene 4 seitliche Rollen greifen und da drunter ist ein Stromabnehmer, sind Kohlen angebracht und der Strom wird letztendlich abgegriffen über diese Kupferführung, über diese seitliche Führung, da läuft die Kohle entlang und wir haben auf der ganzen Strecke 5 Speisepunkte, sehen wir hier, die jetzt quasi dann heute noch angeschlossen und verdrahtet werden an die Schiene und dass das alles schön leitet, haben wir hier auch vereist auf der gegenüberliegenden Seite nochmal Kupferschrauben, die dann für die Leitung auch verantwortlich sind. Also es ist quasi Leitermaterialien verwendet, dass der Strom durchgängig über die Schiene geführt werden kann. Und jetzt zoomen wir uns mal noch einen Punkt, wo so eine Leiterplatte dran ist, hier zum Beispiel. An den Verbindungsstücken, also an den Stößen von der Schiene, ist an der Konterseite, dass die Leitung sichergestellt ist, dann nochmal eine Leiterplatte montiert. Okay. Von der Schiene selber, wie man sich das vorstellt vom Aufbau, es wird quasi die komplette Schiene angeliefert, die komplette Schiene erstmal ausgelegt. Wenn alles sitzt, wird nochmal nachgemessen, dass genau 50% rechts und 50% links
von der Strecke sind und dann wird es nach und nach festgedübelt. Okay. Sieht man hier, sind ganz normale Ankerstäbe, die dann quasi vorgebohrt rein und Bahn sitzt, also mit Mutter und Beilagscheibe. Ja, einfach eigentlich ein relativ einfaches System. Wie ich hier jetzt sehe, ist das alles ja an eben. Könnt ihr auch Steigungen oder eher weniger? Nein, das System kann verträgt keine Steigung. Maximal, sag ich mal, sagen wir 2-3%, aber dann funktioniert dieses Schienensystem nicht mehr. Wir haben allerdings ein neues Konzept in Entwicklung, das jetzt auch bald ausgeliefert wird, allerdings nicht nach Europa. Das nennt sich dann, weil da haben viele nachgefragt, das nennt sich dann Mono Coaster oder Monorail Coaster, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das ist dann aber mehr in Richtung Monorail. Okay. Aber das ist das erste Mal, wo quasi Monorail und Coaster miteinander verschmelzen. Okay. Und das kann man dann an jeglicher Steigung machen, weil da haben uns ganz viele schon gefragt. Nur das System wäre zu umständlich, das auch für große Steigungen umzurüsten. Weil ihr habt ja gesehen, das ist ein einfaches System mit quasi Schiene, Strommitnehmer, Leiter. Mehr ist da nicht und da ist kein Riesenmotor in den Autos drin. Können die Convoy Trucks das nicht eigentlich schon mit dieser einen Welle, die in diesen... Ja, nur die Convoy-Trucks haben ein leicht anderes Schienensystem. Also diese kleine Steigung bei den Convoys ist kein Problem, aber die Convoys, die sind ja auch geführt. Also die haben ja keinen Betonkanal, da läuft die Führung in der Mitte drin und das ist eine Doppel... Schiene drin, ist ja so ein ganzer Block, genau. Die Schiene. Aber auch beim Convoy ist es so, da gibt es zwar eine kleine Steigung, aber auch nicht viel mehr. Okay. Ja. Ja, zu den Fahrzeugen vielleicht nochmal. Also das Freizeitland Geiselwind hat uns hier, weil wir sind ja hier im Safari-Themenbereich. Schnee. Mit Schnee, ja. Wahnsinn, passt super zum Ambiente. Aber das Freizeitland hat uns individuelle Designs vorgegeben für die Jeeps. Ja, und die haben wir eben genauso umgesetzt, weil im Freizeitland arbeitet ja eine Gestalterin, die ganzen Designs hier macht, wie alles letztendlich mal, weil ja alles, wie gesagt, umgebaut wird zum gestalterischen und zum Themenpark hin mit verschiedenen Bereichen. Und muss man einfach sagen, das ist die Elke von Flue und die hat's einfach, macht einfach sehr zum Park passende Gestaltungen und Designs. Und es hat mich dann auch gefreut, als ich sie gefragt habe, und gefallen dir deine Jeeps? Weil sie hat ja die Vorgabe gemacht und hat sie gesagt, ja, gefällt dir, es eins zu eins so umgesetzt. Und das ist auch das, was wir immer sagen. Was wir sagen, wenn man uns eine Vorgabe gibt, dann setzen wir das auch um. Dann ist das nicht quietschbunt. Ich finde jetzt hier, das ist zwar bunt, ist eine Anlage für Kinder, aber trotzdem noch etwas dezent. Hier nicht 1000 Farben, sondern einheitlich ein Ami, ein Tiger, einmal Schlange, einmal Zebra, einmal Leopard und einmal Giraffe. Ja, genau. Und so kann es eben funktionieren. Wunderbar. Ja, ich freue mich, wenn der Schnee hier weg ist, dass die Gäste dann am Samstag fahren können, weil die Anlage ist, wie gesagt, fix und fertig. Wird heute Nachmittag dann auch letztendlich fahren, also später Nachmittag, wenn dann alles angeklemmt ist. Ja, Schnee geh weg.